Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdoms and Monsters. Joa. Wir warten noch kurz, bis es lädt. Ja, so, jetzt hat es geladen. Nein, so. Ich mache den Ton so leise wie möglich, damit man mich auch versteht. Denn es ist scheiße, dass bei den anderen Let's Plays die Musik immer lauter war als ich. Das sollte eigentlich nicht so sein. Naja, gut. Wir pflanzen kurz neue Stachelbeeren an. Und gucken wir mal. Unser Freund ist jetzt Stufe 4, dann füttern wir den jetzt mal auf die 5. So, wir können auch schon etwas verkaufen an die Schule. Machen wir doch gleich mal. Ja. Ah, Perlenhandel. Ja, war doch ganz leicht. Da kullern die Perlen. Ja, wir haben anscheinend eine Aufgabe erfolgreich gelöst. Ich weiß gerade zwar nicht, welche Aufgabe das war, aber egal. So, dann gucke ich mal, welche Aufgaben haben wir denn noch? Ach, zur Jagd und Tage der Jugend. Dann gucken wir nochmal, wie viel hat die Jagdhütte gekostet? Ach nee. Hier. So. Der Einsiedler. Ja, super, danke für deine Hilfe. Das ist doch mal eine echt coole Hütte geworden, finde ich auch. Danke. Ich bin Martha. Ja, schön. Hallo, ich bin Martha, die gute Seele dieser Stadt. Wie ich hörte, müht ihr euch redlich mit dem Aufbau. Ja, das stimmt. Das geht. Ein letztes Mal sollt ihr Hilfe bekommen. Ich schenke euch ein gutes Startkapital, wenn ihr in der Stadt ein paar Wege baut. Danach müsst ihr alleine zurechtkommen. Baut 10 Stück Wege an, ja. Mache ich doch lieben gern. Wege für die Welt. Jetzt geh doch mal nach da. Nach. Geht es dann nicht halt? So, ich würde sagen, wir bauen in die Richtung. So. Haben wir fertig gemeistert. Zuckerbrot. Das ganze Reden und Gilden und die Erklären, wie unsere Stadt noch schöner wird, hat mich hungrig gemacht. Wie wäre es mit einem süßen kleinen Zuckerschock? Das wäre super. Wärst du so nett und besorgst etwas Zucker und Brot, du bist ein echter Schatz. Zucker haben wir. Brot haben wir leider gerade keins. Das können wir aber schnell backen. Ja. So. 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 Ach, der Brunnen, da können wir auch wieder unsere Münze werfen. Na, was bekommen wir? Ah ja, super. Die brauchen wir auch. So. Der Medikus. Hellas, Hellas, bist du mal schlapp oder krank? Keine Sorge, denn Doc sei Dank. Also super Stadt hier, aber mal im Ernst, keine Stadt ohne Arzt. Ich sag immer, ohne Doc ist schnell mal Stopp. Ich bin hier der beste Doktor, den ihr findet werdet. Naja, vielleicht weil ich auch der Einzige bin. Wie denn auch sei, deine Bürger brauchen einen Arzt und ich hab die Arznei. Ja, das ist schön zu wissen. Aber nicht jetzt, Doktor. Nicht jetzt. Jetzt baue ich erstmal eine Jagdhütte. So, wie lange braucht die? 20 Minuten, das beschleunige ich jetzt einfach mal. So, super. Jagdfieber. Eine Jagd? Ja, Mensch, der Rumtreiber hat vollkommen recht.
Mensch, ich liebe die Jagd. Sollten wir gleich dafür sorgen, dass mehr Jäger in der Hütte Platz finden. Ich will nämlich mit. Rasch, Bursche, besorg uns ein bisschen Proviant und sorg ja dafür, dass ich da auch noch in die Hütte passt. Ja. Das ist doch zum Kotzen. Ja, was haben die denn alle noch? Ah, stehen wir kurz fertig. Haben wir das schon mal. So, jetzt müssen wir noch mehr Brot backen für den Trottel. Naja, wird egal. So, jetzt ist sie erstmal dran. Wie köstlich so ein Zuckerbrot doch schmeckt. Das sollte man nicht alleine genießen. Der gute Charles will sicher auch ein Stück. So. Ja. Liebstes Fräulein Martha, ich muss eigentlich arbeiten, sonst wird aus dieser Stadt nie etwas werden. Wir können doch nicht während der Arbeitszeit... Oh, was für ein köstliches Zuckerbrot ihr da habt. Na, das ist doch etwas anderes. Suchen wir uns doch ein hübsches, ruhiges Plätzchen, um das Brot zu genießen. Bitte was? Der macht... Naja, egal. Hier ist eine Bank. Trottel. Hübsches Einkommen. Was? Na egal, Sitzgelegenheit. Ach, das war eine schöne Auszeit. Ich hoffe sehr, dass wir dafür bald wieder Zeit finden werden, meine Liebste. Sag mal, ich war knallt oder was? Naja. Hübsches Einkommen. Wenn wir so weitermachen, werdet ihr noch bald der König. Haha, und ich eure Königin. Wir brauchen nur noch mehr Münzen. Von mindestens 8 Wirtschaftsgebäuden sollten wir nächstes Mal Steuern sammeln. Naja. Ich weiß nicht, ob ich dich zu Königin haben will. Vielleicht nehme ich auch wen anders. Aber es gibt hier niemand anderen, stimmt. Egal. Eierlauf. Ich würde den guten Charles gerne etwas Kuchen bringen. Wisst ihr denn schon, wie man Kuchen backt? Eigentlich ist das ganz leicht. Zuerst brauchen wir ein paar Eier. Und wie jedes Kind weiß, brauchen wir dafür ein paar Hühner. Ja, manche Kinder wissen es nicht. Die sind nämlich auf den Kopf gefallen. Fragen wir mal den Hühnermann. Errichte einen Hühnerstall. Ja, später. So. Jetzt müssen wir erstmal noch warten, bis das Brot fertig ist. Und hier, dann verkaufen wir schon mal kurz was. So. Noch was. So. Ja, das Brot ist auch fertig. Die Pflanzen pflanze ich auch noch mal kurz schnell an. Und dann, ja. Hey, warum baue ich denn die? Ne, ich bin auch teilnehmlich. Egal. Nein, das wollte ich nicht. Hier. Ja, Axel. Brot und dann. Gut. Dann haben wir das auch schon mal. So. Ich back schon mal noch ein Brot. Ach, geht dann. Papa. Naja, gut. Dings, ich baue mal kurz ein Haus. Das brauchen wir nämlich für die eine Mission. Noch ein Haus. Na, stellen wir jetzt einfach mal hier hin. So. Jetzt sind die 10 Minuten auch schon wieder fast leider rum. Ach, nerv nicht. So. Dann würde ich sagen, das war's fürs Erste. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und das dahin haut raus. Ciao.